Die besten Sendungen, das kann man wirklich in der neidfreien ARD sagen, laufen im bayerischen Fernsehen. Und meine persönliche Lieblingssendung dort ist zwischen Spessart und Karwendel. Nein, nein, es ist Kunst und Krempel. Es ist eine Sendung, in der Menschen, die etwas geerbt haben, Fachleuten das zeigen können, und auch wenn sie es gekauft haben. Und die Fachleute schätzen es. Und auch wenn die Herrschaften sich erbarmungslosen alten Scheiß haben andrehen lassen, ja, gehen diese Fachleute sehr liebevoll mit den Menschen um. Und wenn sie sie wieder hinausschicken in unsere kalte Welt, dann tun sie das mit verständnisvollen Worten und sagen, schmeißen Sie die Puppe nicht weg, aber sie ist halt nichts wert. Und da haben wir gedacht, das wäre doch schön, wenn wir das auch mal machen können. Denn unsere Zuschauer sind verrückt nach wertvollen Gegenständen. Und deswegen begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer Spezialausgabe von Kunst und Krempel. Grüß Gott, und es ist mal wieder soweit. Wie immer begrüße ich bei mir im Studio Madame Licard vom Louvre in Paris und Herrn Professor Dr. H.C. Andrack von der Konsul-Weyer-Stiftung für Kunstgeschichte in Bad Godesberg. So, wer kommt denn als erstes heute zu uns? Herr Hane, Frau Hane kommt zu uns. Frau Hane, wenn Sie bitte mal zu uns kommen. Vorsicht, da liegt ein Kabel. Und wir haben für Sie das eingezeichnet, wenn Sie hier auf diese Füße stellen. Diese Füße sind meine Lieblingsfüße. Welche Füße? Diese fliederfarbenen Füße. Ja, das ist das Einzige, was von unserer anthroposophischen Regiepraktikantin geblieben ist, die gestern auf diesen Füßen in die Luft geflogen ist und nur das blieb. So, was haben Sie? Eine Federzeichnung. Ui, das ist Ihr Mikrofon? Ach so, ja? Ja. Dieses Mikrofon brauchen Sie nicht kümmern, das hält wirklich. Und ich freue mich, dass es gelungen ist, Ihnen heute Abend zu verpflichten, meine Damen und Herren, liebe Jazzfreunde, hier beim Mittelmain Festival für Blues, Gospel und Folksongs. Am Mikrofon für Sie heute Abend Glenn Roy Pocconi. Oh, yeah. Oh, babe. Hey. Frau Hane, wo haben Sie diese Zeichnung her? Gekauft. Aha. Wo? In einem Kunstantiquariat in Düsseldorf. Ja. Von wem ist diese Zeichnung? Von Wilhelm Busch. Ach. Oh. Ah. Hast du das nicht gesehen? Haben Sie das nicht gesehen, Herr Schmidt? Doch, aber ich habe jetzt Moritz nicht gesehen. Ja, eben, die ist nicht so lustig, oder? Ja, Wilhelm Busch war ja nicht nur lustig, sondern auch nachdenklich. Und diese Zeichnung hat einen Titel. Ja. Und der ist? Müssen Sie selber mal rausfinden. Was könnte es denn sein? Das ist eigentlich Lehrer Lempel meets Freud. Da ist ein Teufel. Ja, und, Ja, man kann merken, die Beeinfluss von Bosch. Bosch hat immer diese kleine Monster gemacht. Und Busch war sehr von Bosch inspiriert, weiß ich. Das ist auch der Titel der Sendung morgen Abend, von Busch zu Bosch. was haben Sie dafür bezahlt? Das müssen Sie ja schätzen. Ich verrate nicht alles. Diese würde ich sagen, denn es ist ein Bild des frühen Busch in seiner späten Phase, was man hier am dickeren Strich sieht. Auch diese kleinen bakantischen Knaben oben sind schon Zitate aus einer Epoche, die eigentlich im Biedermeier wieder zitiert wurde, während das hier unten eher an eine ironische Verspieltheit, wie man sie aus dem Ende des Gotischen kennt. 800 Euro? Nein. Ich würde mal schätzen, Sie haben 2.800 Mark dafür ausgegeben, aber es stimmt jetzt schon 3.500 Euro wert. Bestimmt. Ja. Das ist eine Initiale. D. Ja. Ja, ein D. Ja. Sie kennen sich aus in Malerei? Etwas, ja. Und Kunst. Und Sie haben keinen Zweifel gehabt, dass dieses Werk echt ist? Nein, habe ich nicht. Warum genau sind Sie dann hier? Um Sie zu testen. Und ich nehme dann alles außer den Auflauf. Danke und Glückwunsch.
Gerade bei Bush hört man in letzter Zeit schlimme Betrügereien. Es gibt eine direkte Bush-Familie, die fälscht und betrügt. Also, aber das war zweifellos echt. Das sieht man eigentlich auf den ersten Blick. So, der nächste bitte. Frau Ehr aus Wuppertal. Frau Ehr aus Wuppertal mit einer sehr, sehr hübschen Statue. Ja, das sieht man natürlich auf Anhieb. Das ist Justitia. Was soll sie sein? Ja. Von der fälschlicherweise immer wieder behauptet wird, sie ist blind, aber sie hat ein Band um die Augen. Richtig. Aber ohne Band sieht sie natürlich gestochen scharf. Sie steht hier auf einer Python. Das ist ein Zitat aus der Laokoon-Gruppe. Das heißt, und das ist das Interessante, sie hält mit dem linken Fuß den Kopf flach und der rechte ist zwischen dem Körper der Python drapiert. Die beiden Waagschalen sind sehr solide rheinische Schmiedemeisterkunst, aber, und das ist entscheidend, das Schwert. Das ist eine Anspielung an Excalibur. Ja. Das deutet auf britische Inseln hin und für solche Fälle haben wir uns gewappnet. Unser Experte von Trochbrich, Andy Ten Horse, der uns in London zugeschaltet ist, kann uns über den Wert dieser Figur einiges sagen. Hallo Andy. Ja, guten Abend, Herr Schmidt aus London. Es handelt sich um eine schwere Bronze, soweit ich das auf die Entfernung erkennen kann. Wie man es oft im Historismus des 19. Jahrhunderts findet, ab 1888, dem Dreikaiserjahr, 383 Kaiser, hat man sowas in deutschen Gerichten aufgestellt, hier und da auch in Notariats- und Anwaltskanzleien. Hierbei handelt es sich meiner Ansicht nach aber um ein Replikat aus unseren 70er oder 80er Jahren, den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und die Dame wird sowas wie 300-400 Euro bezahlt haben. Heute ist es wert 30-40 Euro. Keine Ahnung. Also haben Sie dafür was bezahlt? Ich nicht. Meine Mutter hat mir es gekauft. Ja. Und wann? Ich wollte vor ungefähr einem Jahr, anderthalb. Mhm. Und ich wollte es eigentlich jetzt von Ihnen schätzen lassen, weil ich wollte mal wissen, wie viel ich meine Mutter wert bin so. Und wenn es 30-40 Euro sind? Gut, da spielen natürlich die ideellen Werte mit rein. Und es ist schwer, das wirklich in der KVB nach Hause zu kriegen, das muss man ja alles mit berücksichtigen. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Stück, bei dem der materielle Wert, ich würde sagen, fast zweitrangig ist. Das Entscheidende ist, haben Sie mit der Jurisprudenz zu tun, beruflich? Ich bin im fünften Semester Jurastudentin. Da ist es ja eine schöne Geste der Mutter sozusagen, für den späteren Berufsweg so eine Figur schon zu kaufen. Ja? Also 30, 40 Euro... Machen wir es rund 50 Euro. Ja. Und wenn Sie die pflegen, hält die lange. Ein schönes Stück, da kann man Sie nur beglückwünschen. Ja? Vorsicht, dass nicht gestorben wird. Ja. Ja. So. Nehmt dein Ding wieder mit nach Haus. 50 Mal. Danke, Glenn. So, wen haben wir jetzt? Frau Janine Neumann aus eigentlich Saarlouis. Aus eigentlich Saarlouis, mittlerweile aber in? Bochum. Bochum. Frau Neumann, hallo. Da würde ich sagen, das ist gleich ein Fall für Sir Ten Horse. Andy, das ist, würde ich sagen, aus der Kolonialzeit ist India Tea Company, ein wahres Schatzkästchen. Ein kleines Schmuckkästchen, wie man es häufig aus dem persischen Raum kennt. Vielleicht 18., frühes 19. Jahrhundert. Wenn Sie es aufklappen und auf der Innenseite vielleicht eine verspiegelte Rosette erkennen können, das ist ein eindeutiger Hinweis auf eine höhere Qualität des Schnitzwerks. Aber in diesem Fall muss ich sagen, es ist eher eine einfache Ausführung. Eventuell auch eine Fälschung aus dem europäischen Raum. Wert? Kann man schlecht sagen, auch gerade auf die Entfernung, vielleicht 6 bis 8 Euro. Ich habe 15 geschätzt. 15? Haben Sie es geschenkt bekommen? Ja, von meiner Oma. Ich glaube, das hat mein Opa sogar gebaut. Keine Ahnung. Also ich glaube, mein Opa war kein Perser. Ihr Opa war kein Perser? Nein, Bergmann. Ja. Bergmann? Ja. Wo? Im Saarland. Gibt es noch Bergbau im Saarland? Ja, so ein bisschen. Ja.
Und der hat das sozusagen abends zur Entspannung oder zum Ausgleich gebastelt? Bestimmt, ja. Ja, aber Sie sind nicht sicher? Nee. Da bin ich mir fast sicher, denn das ja, kann man hier kann sehr so schön zeigen, das sind diese Scharniere, die gewisse Unebenheiten zeigen, was sie eigentlich ähnlich wie bei Teppichen besonders wertvoll macht. Zum Beispiel Teppiche, die handgeknüpft sind, von sehr kleinen Händen, die haben ja Unregelmäßigkeiten, die ganz anders als diese maschinell gefertigten sehr viel persönlicher wirken. Und 250 Euro. Klar. Ja? Dafür kaufst du es, oder was? Nein, aber ich meine, das ist, falls das mal irgendwo noch in eine Konkursmasse eingeht, ja, oder was, das ist ja auch das Handwerkliche. Es sieht so aus, als wäre das aus einer Zigarrenkiste umgearbeitet. Das könnte auch sein. Ja? Ein schönes Stück, passen Sie gut auf sich, darauf auf. Ja. Ja? Dankeschön, schöne Arbeit. So, jetzt kommt zu uns der Herr Für aus Dreiskaden an der Mosel. Herr Für aus Dreiskaden an der Mosel. Hallo, Herr Für. Hallo. So, was haben Sie mit dabei? Oh, ist eine Ikone. Ja. Ja? Ein Erbstück von den Eltern. Allerdings keine Ahnung, wer es gemalt hat oder wo es her ist. Ist auch nicht signiert. Oh, das ist aber schon richtig auf Holz gemalt. Ja, natürlich ist es auf Holz gemalt. Naja, was heißt natürlich? Es gibt Frühstücksbrettchen. Also. Ja. Das Motiv ist klar, es handelt sich um ein... Letztes Abendmahl? Ja. Man fragt sich allerdings, wo sind die anderen acht? Genau. Du hast recht, die haben Flügel. Das sind eher Engel, die zur Erscheinung der heiligen Barbara-Tafeln in Ostrussland. Ja, es handelt sich um eine... Ich würde sagen, man erkennt die italienische Schule, oder? Bei einer Ikone? Ich glaube, ja. Ist es eine Moschee. Das machen Sie mir die Schule hier? Im Hintergrund? Ach so, die Schule. Ja. Ja. Die Mal. Ich glaube, es ist ein Werk der Ostkirche. Ja, Ikone. Konstantin I. Wiederaufbau des Petersdoms. Alles das ist hier schemenhaft angedeutet, aber andererseits auch schon vorausgeahnt. Entscheidend ist hier, dass der Maler sich zum ersten Mal mit an den Tisch gemalt hat. Das war früher verboten und wurde als Provokation der Höflinge empfunden. Und die Hand auf dem Tisch, ja, das gab es nur in ganz ausgewählten Werken des mittelbyzantinischen... Na, das ist schon die Ikonografie, das mal auf den Tisch hauen und sagen, was los ist. Ja. Sie haben es geerbt? Das ist von den Eltern, ja. Ja. Haben Sie eine Ahnung, was es etwa wert sein könnte? Keine Ahnung. 800... 1000 Euro. Ja. Ja. Untergrenze. Geht der Sicherheitsbeamte nachher mit? Haben Sie es einfach so im Auto hergebracht? Oder? Ja, klar. Haben Sie davon noch mehrere? Nee. Auch der grüne Boden ist eine Art von Code, der signalisiert hat, dass es aus einem sehr, sehr, sehr vermögenden Haus ursprünglich kam. Dritter August, gemalt von Dan Brown. Also für mich ist es absolut wertvoll. Oder? Aber das ist es wert. Also ich glaube, ich möchte das vor diesen Millionen von Zuschauern gar nicht sagen, wie teuer dieses Bild ist, aber da haben Sie, da können Sie wirklich manchen Van Gogh abhängen. Ja? Vorsicht, nicht mit den Fingern drauf, die Farbe geht leicht ab. Ja, ist ja teilweise noch, aber das ist ein schönes Stück und natürlich die persönliche Erinnerung an die Eltern noch zusätzlich. Genau. Ja? Und wir freuen uns wieder, wenn Sie zum achten Mal in der Sendung sind. Ja? Danke. Dankeschön. Ja. Ja.